Hallo, ich bin Doris Kluntke aus dem Aikido Zen Dojo in Würzburg. Mein letztes Video ist jetzt schon ein paar Wochen her. Das war so das erste Video, wo wir da angefangen haben, mit Kontakt zu trainieren. Und das konnten wir jetzt auch den ganzen Sommer über machen, haben das genossen. Also wir hatten so eine Mischung aus Training draußen und hier im Dojo. Und das Video machen ist da so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und seit circa Mitte September sind wir jetzt nur im Dojo und trainieren hier. Wir müssen natürlich die ganzen Maßnahmen einhalten, also Hände desinfizieren, Masken aufsetzen in der Umkleide, im Eingangsbereich, die ganzen Flächen desinfizieren. Bei den Kindergruppen haben wir jetzt feste Gruppen gemacht und auch sonst ist die Anzahl der Teilnehmer beschränkt und ich muss auch alle dokumentieren. Aber wir wollen uns nicht beschweren, wir sind froh, dass wir so in der Form hier trainieren können jetzt. Es gibt viele Länder in der Welt, wo das im Moment gar nicht möglich ist, in den Dojos Aikido zu machen oder wo generell die Umstände halt nicht so gut sind. Also von daher sind wir froh, dass das so im Moment funktioniert. Ja, wir haben die ganze Zeit auch Fenster auf, damit die Belüftung gut ist. Und mittlerweile wird es auch ein bisschen kühler. Also da muss man sich schon auch mal was anziehen, einen Schal oder was Warmes drunter. Das war früher eigentlich nie nötig, aber da muss man sich einfach zu helfen wissen jetzt. Und es wird dann auch der Zeitpunkt demnächst kommen, wo wir die Fenster mal schließen müssen, weil es draußen doch zu kalt wird. Und jetzt habe ich mir ein CO2-Messgerät gekauft, um da einfach gerüstet zu sein. Und im Moment, also wenn ich das messe, ist es mit Fenster auf, also alles im grünen Bereich. Und wenn wir dann anfangen, die zu schließen, hoffe ich auch, dass ich dann einfach einen Anhaltspunkt habe, wann muss ich aufmachen, wie lange muss ich aufmachen und dass das dann alles so funktioniert, dass man trainieren kann. Und dann hoffe ich auch, dass wir damit gut über den Winter kommen. Wir machen an sich noch nicht alles, also was wir sonst so vorhatten. Es war eigentlich auch geplant, einen Lehrgang im Herbst zu machen. Aber also Lehrgang heißt, dass wir laden anderen Lehrer ein und es nehmen auch Teilnehmer aus anderen Dojos, aus anderen Gruppen an dem Lehrgang teil. Und dann mischt sich das natürlich schon sehr. Das haben wir jetzt erst nochmal bleiben lassen. Ich hoffe, dass das vielleicht auch im Frühjahr dann wieder möglich sein wird, das wäre schön. Und ja, mit dem Kanal selbst stelle ich mir vor, also dass ich jetzt schon wieder ein bisschen mehr Videos produzieren werde. Also Corona ist ja noch nicht vorbei, es kann jederzeit sein, dass wir doch mal wieder auch schließen muss. Und ich werde auf jeden Fall einige Videos noch machen, also für Übungen, die man alleine zu Hause machen kann. Also einmal im Bereich Vorbereitung, Dehnung und so weiter. Da gibt es noch einiges, was ich da noch gar nicht in den jetzigen Videos drin habe. Und vom Training selber, da habe ich ehrlich gesagt gemerkt, dass es mir nicht so passt. Wenn ich beim Training machen dann noch drüber nachdenke, was will ich jetzt auf dem Video haben oder so, da wird es also eventuell vielleicht auch wieder mal was geben. Aber ich habe dann eher vor, vielleicht außerhalb vom Trainings mit einigen Leuten so ein paar Clips zu machen. Also ich möchte gern ein bisschen darstellen, auch worum es mir geht im Aikido, was mir wichtig ist, was ich vermitteln will. Und dafür wäre es dann gedacht, also da einfach was zu produzieren an Beiträgen. Also das wäre das, was ich mir im Moment so vorstelle. Und ich sehe ja auch an den ganzen Klickzahlen und dadurch, dass die Abonnenten mehr werden, dass doch ein gewisses Interesse dran ist an dem, was ich hier mache. Und es freut mich auch sehr. Und deswegen will ich da auf jeden Fall weitermachen in der Richtung. Und das heißt, ihr werdet auch in der nächsten Zeit dann mehr oder weniger regelmäßig immer wieder mal was von mir und vom Dojo und von meinen Leuten hier auch sehen und hören. Und ja, bis dahin, macht's gut.